Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem kleinen Haul und zwischen einem Päckchen, was ich bekommen habe. Ich habe gedacht, ich packe das alles in ein Video. Ja, ich habe Post bekommen heute von der lieben Jessie. Sie hat mich gefragt, ob ich was zum Action brauche. Dann habe ich gesagt, ja, Klebeband. Denn ich verbrauche momentan so viel Klebeband, dass ich momentan schon mit den ganz schmalen von Doran Beats arbeite. Und ja, und dann hat sie mir noch was Selbstgemachtes reingepackt. Ich war schon so neugierig, ich habe das schon angeschaut und ich finde es mega, mega süß und toll gemacht. Und ja, ihr werdet es hier dann gleich sehen. Also sie hat mir nicht viel mitgebracht. Also einmal hier dieses Action-Klebeband viermal. Kennt ja auch jeder. Dann zweimal diese Klebemäuse, finde ich auch toll. Die nehme ich halt, wenn ich zum Beispiel Motivpapier draufklebe oder kleinere Sachen, dann nehme ich immer die Klebemäuse. Und dann habe ich auch keine mehr. Dann habe ich noch gefragt, ob sie mir noch mal Cardstock mitbringen kann. Und dann hat sie mir einmal diesen mitgebracht. Den kennt man ja auch. Das sind diese Farben hier drin. Metallic und dann zweimal hier diesen. Den einmal in beige und in weiß. Komischerweise beige habe ich immer Massen, aber den weißen habe ich keinen mehr, weil ich tue da immer drauf stempeln und dann irgendwo drauf kleben. Ja, das war es eigentlich schon. Und das allersüßeste selbstgemachte ist dieser Bilderrahmen hier. Da steht oben drauf True Love. Ich glaube, das heißt treue Liebe. Und ich finde das so mega, mega süß. Sie hat hier nur leider die, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, aber die Namen verkehrt geklebt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil das ist ja Lucky, Flitzer, Hoppel und Orero. Und ich finde das so mega, mega süß. Meine Tiere bedeuten mir alles. Und wenn ich von denen was bekomme, dann ja, das ist wie für andere, wenn von ihren Kindern, wenn die was von ihren Kindern bekommen. Und ja, das wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Wahrscheinlich hier bei mir an der Wand, dass ich es immer jeden Tag sehe. Und ich danke dir, liebe Jessie, für die tollen Sachen und vor allem für diesen tollen Bilderrahmen. Und ich meine, Lucky ist jetzt schon 2,5, die wird auch nicht mehr lange leben. Und dieses Bild ist einfach nur so mega süß. Ich habe nicht viele Bilder von ihr. Und ja, und Hoppel, der ist schon über 5 Jahre alt. Flitzer ist jetzt 2,5 und Orero 1,5. Und ja, ist Flitzer 2? Oder kann sogar schon 2 Jahre sein und Orero wird jetzt auch 2. Und ja, meine Tiere bedeuten mir halt alles. Wer meine Videos kennt, der weiß das auch. Und ja, ich danke dir, liebe Jessie, für die tollen Sachen und dass du mir das besorgt hast. Ich werde dir das, was ich dir auch gesagt habe, auch besorgen. Und ja, dann kommen wir jetzt dazu zu meinem kleinen Haul. Und zwar war ich gestern beim Teddy. Hab wolle gucken, ob es die neue Blöcke gibt. Ja, es gab Blöcke, aber nicht welche, die mir jetzt wirklich gefallen haben. Ich habe mir nur zwei Sorten mitgenommen, und zwar diese länglichen hier, die für 2,50. Und zwar einmal diesen hier. Da sind ja immer zwei Motive drin. Ich arbeite gern mit diesem Papier. Das gefällt mir besonders gut. Und dann einmal hier dieses. Dieses Motiv gefällt mir auch richtig, richtig gut. Aber ich habe mir ja nur von jedem einen mitgenommen. Ich habe auch nicht geguckt, ob es mehrere gab, weil ich habe so viel Papier eigentlich schon und ja, das finde ich auch mega toll, dieses Motiv hier.
Ja, das habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir, wer mich auf Instagram verfolgt, hat es schon gesehen, ich habe Teddy leer gekauft. Ich habe alle Mäuse, Klebemäuse gekauft, die es da gab. Waren, glaube ich, 10 Stück. Und die habe ich mitgenommen. Gehen ja auch immer. Ich muss mal meinen Beutel rüberholen. Und dann habe ich mir noch hier diese Herzchen mitgenommen. 2 Stück. Ich glaube, muss mal kurz. Ich habe noch ein Päckchen Charms mitgenommen. Das sind so Holzteile. Ist eins. Ja, ist eins. Und das hat mir so gefallen, habe ich mitgenommen. Also 2 Stück. Dann habe ich mir diese Charmed Blue mitgenommen. Da kann man ja so eine Perle durchfädeln. 5 Stück für 1 €. Dann habe ich mir noch zweimal diese Steinchen hier mitgenommen, weil ich die so schön fand. Und ich bereue es, dass ich die anderen Farben nicht mitgenommen habe. Und dann diese hier. Da haben mir diese irisierenden hier so gut gefallen. Ja. Dann war ich noch im Kick heute. Und Kick hat neue Blöcke. Und zwar hatte ich jetzt bis. Ich hatte Glück, es waren nur noch 3 Blöcke da. Und zwar diese hier. Die kosten jetzt nicht wie die letzten 1 €. Sondern 1,99 €. Sind es 24 Bögen, 6 Designs, 12 Bögen mit Glitzer. Und ich. Das sind wie diese Actionpapiere. Moment. Wie diese hier. Das Papier ist viel fester und die 15x15 Blöcke auch vom Action sind dünnes Papier. Und die sind halt auf jeden Fall dickeres Papier, steht da auch die Grammzahl. Nein. Steht da leider nicht. Auf jeden Fall ist es halt festeres Papier, also so wie die A6 Bürger. Und die sind immer jeweils hinten mit verschiedenen Motiven noch versehen. Also gibt es von jedem immer 5. Und 2 davon sind halt beglitzert. Also hier 2. Nee, ich komme ganz durcheinander. Von jedem Motiv sind 4 Stück. 2 normal und 2 beglitzert. Was ich auch richtig schön finde. Also hier das normale und hier beklimmert. Hier normal. Und hier beklimmert. Also ich weiß nicht, ob es da noch mehrere Motive gibt. Ich hatte nur die 3 gesehen und das dann einmal dieses Motiv. Ja, also ich finde es richtig, richtig cool. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen, weil die Blöcke sind ein bisschen steif. So, und einmal hier. Ich zeige es euch nochmal hier. Das waren die Motivblöcke. Dann gab es hier diese hier. Das sind so Paillettenherzen in Herzdosen für 1,99 €. Habe ich mir auch mal mitgenommen. Kann man ja immer gebrauchen, so fürs Dressin oder so. Mein Kassenzettel. Dann habe ich mir hier dieses Papier mitgenommen. Das hat 1 € gekostet. Das ist Bastelpapier, aber ich glaube, das ist so Origami-Papier oder wie auch immer das heißt. 60 Blatt, 15x15, 5x6 fertige Designs, 5x6 D1 zum Vollständigen. Ah, cool. Da kann man halt noch was machen. Selber anmalen oder so, aber das hat mir halt gefallen und dann habe ich es halt mitgenommen. Und dann habe ich 2
zweimal hier diese Weihnachtskarten mitgenommen. Die haben ursprünglich 1,95 gekostet. Dann einmal 1 Euro, dann 50 Cent und dann 10 Cent. Ich werde die wahrscheinlich nicht für Karten nehmen, sondern zum Basteln. Ich weiß gar nicht, was für Motive da drauf sind. Aber das sind immer die gleichen, ja. Also können wir jetzt auch noch Motivpapier draufkleben, ja. Und ja, die Umschläge gehen ja auch immer. Da sind jeweils noch diese drin. Also drei von denen und drei von den grauen und jeweils dazu noch Umschläge. Ja, das kommt in den Müll. Und ja, das war es eigentlich schon. Dann habe ich noch zwei Silikonformen mitgenommen. Die gab es beim Edeka in der 1-Euro-Fach. Und ja, kann man ja immer gebrauchen. Und ja, das war es eigentlich schon. Und ja, wie gesagt, das Bild muss ich jetzt hier in die Mitte machen, weil mir das ja mega gut gefällt und ja, richtig, richtig toll ist. Und ja, dann sage ich dir nochmal lieben Dank, liebe Jessie, und euch wünsche ich einen schönen Abend, morgen, wann immer ihr das Video seht. Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.